Gott, bitte nicht. Was? Geil, es hat funktioniert. Beim zweiten Versuch erst, warum auch immer. Ach du Scheiße. Dass das Ding die beiden zusammen überhaupt ausgehalten hat, ist aber auch so ein unmögliches Ding gefühlt. Ich schon wieder fast durch, ey. Lara, in Deckung! Sophia, wo bist du? Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jede Hilfe brauchen. Oh, fuck. Als ob nein. Nicht ernsthaft. Ich kann gefühlt nichts machen, weil ich mich nicht heilen kann. Nicht ernsthaft. Komm schon, Lara. Nee, nicht. Ernsthaft. Ich hasse dieses Spiel manchmal echt. Die Gewalt-Orgien sind der Grund, warum ich die Scheiße hasse. Punkt. Ich fühle mich immer noch in dem Teil wie in Battlefield featuring Lara Croft. Das ist für mich immer noch kein wirkliches Tomb Raider. Ich höre es doch irgendwo piepsen, ey. Hier, ein Kopftreffer. LOL. Ich liebe diese Pfeile. Leute, warum habe ich nur so wenige FPS? Kommt mal das bitte mir jemand erklären? Oh lol. Ach, das sind wieder Walkie-Talkies. Lara, du musst in Deckung gehen. Wir schießen gleich und du bist da schutzlos. Ich muss
weitermachen. Ich bin nah dran. Ich muss da durch. Der ekligen, ey. Oh, das sind erstmal noch Pilze. Wir können ja gleich mal ein paar Pfeile herstellen. Bin ich genau in seine scheiß Bombe reingelaufen. Lara, was machst du da? Warum sind die Pfeile so scheiße effektiv? Komm schon. Oh, Scheiße. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Warum hat sie das jetzt gemacht? Es sind Momente, wo ich die Frau einfach nur hinterfragen kann. Was ein Schwachsinn. So viel zum Thema, wir haben das Spiel fast durch. Als ob! Ich habe hier nicht mal 14 Stunden rein investiert. Okay, da muss ich mich jetzt nämlich mal korrigieren. Dann gehen wir jetzt mal auf Steam. Hier, 28 Stunden. Das haut aber nicht so ganz hin. Denn ich habe allein schon 6 Stunden ins Let's Artifact investiert. Also 28 minus 6 gleich 22 Stunden. 22. Aber trotzdem ist es relativ wenig, wenn man bedenkt, dass das Spiel 60 Latten gekostet hat. Ich meine, sogar Wolfenstein hat mehr Spielzeit im Moment. Bevor ich jetzt fragt, hey Nina, bist du dumm? Da steht doch jetzt 16 Stunden. Ja, das ist aber allein die Fergus-Zeitlinie. In die White-Zeitlinie kannst du noch mal das Doppelte an Zeit stecken. Sicherlich. Als ob ich das Spiel einfach durch habe. So gut wie durch. Es ist schon krass. Ich mach das hier noch. Als ob. Leder fehlt uns total viel. Ach, die ist das. Ich nehme die wieder, die sieht eigentlich ganz geil aus. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, wenn man mal so an Laras Haare guckt, der Schnee ist in ihren Haaren. Wisst ihr, was ich jetzt mache?
Ich lasse mich nochmal zurückwerfen. In ein Gebiet. Relativ weit am Anfang. Ich gehe hier nochmal die Relikte suchen. Und den ganzen anderen Scheiß. Ja. Das mache ich dann im Let's Artifact, was ich glaube ich genauso wie in Tomb Raider wahrscheinlich einfach nur da hinten ranschneiden werde, so als Zeitraffer von, keine Ahnung, 6 Stunden runtergeschnitten auf 5 Minuten oder so. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider, was wahrscheinlich das Finale sein wird. Bis dahin, ciao!